Was eigentlich ein Traumurlaub sein sollte, verwandelte sich in einen Albtraum, als eine Gruppe von Reisenden in Mexiko ausgeraubt, ermordet und ihre Körper in einen 15 Meter tiefen Brunnen geworfen wurden. Und das ist nicht nur eine Geschichte. Es ist tatsächlich einem amerikanischen Touristen und seinen Freunden im Mai 2024 mitten im Herzen von Mexiko passiert. Und Mexiko ist nicht die einzige Gefahrenzone. Von Hotspots, die dir gefährlich werden könnten, bis hin zu unerwarteten Reisefallen, dies sind die 10 gefährlichsten Länder für Amerikaner. Besuche sie nur, wenn du bereit bist, buchstäblich alles zu riskieren. Beginnen wir mit Mexiko, das bereits erwähnt wurde. Nun könnte sich eine Frage aufdrängen. Wie kann Mexiko eines der 10 gefährlichsten Länder für Amerikaner sein, die es besuchen, wenn es so nah, so vertraut ist und oft als Paradies für Touristen dargestellt wird? 2023 reisten 36,71 Millionen Amerikaner nach Mexiko, um das kristallklare Wasser von Cancun, die berühmten Maya-Ruinen in Tulum und das geschichts- und kulturträchtige Mexico City zu erleben. Nun, Mexiko ist ein ziemlich einzigartiger Eintrag auf unserer Liste, hauptsächlich geprägt durch die Reisehinweise, die vom Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika festgelegt wurden. Dieses Land hat alle 4 Warnstufen in verschiedenen Bundesstaaten. Die beiden beliebten Touristenziele liegen im Bundesstaat Quintana Roo, der 2023 über 20 Millionen Besucher hatte. Zusammen mit Mexiko-Stadt, dem Hauptstadtdistrikt, fällt dieser Staat unter Stufe 2, erhöhte Vorsicht beim Reisen. Dies bezieht sich auf höhere als normale Störungen oder Angriffe. Die Reisewarnung der Stufe 2 gilt auch für 15 weitere mexikanische Bundesstaaten. Stufe 3, eine Stufe höher, deutet auf ernsthafte Sicherheitsrisiken für Reisende hin und rät, Reisepläne zu überdenken. Dinge wie dichte Gebiete des Terrorismus oder Bandendrohungen oder sie könnten derzeit von Naturkatastrophen betroffen sein. Für folgende mexikanische Bundesstaaten gilt die Reisewarnung der Stufe 3. Baja California, wo der zu Beginn dieses Videos beschriebene Vorfall stattfand. Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos und Sonora. Dann gibt es 6 mexikanische Bundesstaaten, in die du unter keinen Umständen reisen solltest. Die Bundesstaaten mit einer Warnstufe 4 nicht reisen, die lebensbedrohliche Risiken beinhalten könnten, wie nukleare Terrorismusdrohungen, anhaltende Aufstände, Krieg und Bombenanschläge. Das sind Orte, an denen die Vereinigten Staaten von Amerika nur begrenzte oder womöglich gar keine Möglichkeit, dir zu helfen. Die Bundesstaaten in Mexiko mit Level 4 lauten wie folgt: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas und Zacatecas. Im Gegensatz dazu sind nur die Bundesstaaten Campeche und Yucatan in Level 1 aufgeführt, wo normale Vorsichtsmaßnahmen ausreichen. Also was macht Mexiko zu einem so komplexen Reiseziel? Nun, du kennst die Antwort wahrscheinlich bereits. Trotz seiner Anziehungskraft wird Mexiko von schwerer Kartellgewalt geplagt. Mord, Entführung, Autodiebstahl, Raub. Nenne ein Gewaltverbrechen und es ist wahrscheinlich ziemlich weit verbreitet und häufig in Mexiko. Laut dem Armed Conflict Location und Event Data Project, Konfliktindex, der jedes Territorium der Welt aufgrund seiner Gewalttätigkeit bewertet, ist Mexiko bei weitem das gefährlichste Land für Zivilisten, mit mehr als 30.000 Morden im 6. Jahr in Folge. Das kommt zu den fast 122.000 Menschen hinzu, die 2023 als vermisst gemeldet wurden. Wenn du rechnest, wirst du feststellen, dass etwa 60 Menschen jeden Tag verschwinden. Selbst eine Reise zu einem scheinbar sichereren und beliebteren Reiseziel wie Cancun garantiert nicht deine Sicherheit. Immerhin gibt es in der Großregion Cancun bis zu 4 Kartelle. Das Sinaloa-Kartell, das Cartel de Jalisco Nueva Generación, das Golfkartell und das Grupo Regional. Das letzte von ihnen besteht hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern der absolut furchterregenden Los Zetas. Und wer sind die Los Zetas? Nur das brutalste Kartell in der mexikanischen Geschichte, verantwortlich für eine Reihe von grausamen Massakern, einschließlich des zweiten Massakers von San Fernando, als die Mitglieder dieses Kartells innerhalb von 2 Tagen 193 Menschen töteten. Also selbst wenn du in einem der sichereren mexikanischen Bundesstaaten landest, ist es entscheidend, jederzeit wachsam und vorsichtig zu bleiben.
Es ist womöglich am besten, den US-Richtlinien zu folgen. Das Außenministerium hat die nötigen Informationen. Vermeide Reisen zwischen Städten nach Einbruch der Dunkelheit. Rufe kein Taxi auf der Straße, sei in lokalen Bars, Nachtclubs, Casinos, Banken und an Geldautomaten besonders vorsichtig und zeige keine Anzeichen von Reichtum wie teuren Schmuck und Uhren. Oder gehe auf Nummer sicher und suche dir ein ganz anderes Reiseziel, denn Mexiko ist wahrscheinlich das Beste vom Schlechtesten. Von hier an wird es düsterer und grausamer. Also machen wir unsere unsichere Reise in unser nächstes Land, Haiti. Falls du die Nachrichten nicht verfolgst, Haiti, ein beliebtes Reiseziel für US-Touristen, befindet sich in einer schockierenden Situation. Was gibt es denn nicht zu lieben? Die karibischen Strände, die lebendige Kultur, die reiche Geschichte? Nun, wir sind sicher, dass die mehr als 230 US-Amerikaner, die im März 2024 wegen eines von Gangs angeführten Aufstands aus Haiti ausgeflogen wurden, der Liste »Was gibt es nicht an Haiti zu mögen?« sicherlich einiges hinzufügen könnten. Lass uns diese Liste aufschlüsseln. Das US-Außenministerium rät Amerikanern wegen Bürgerunruhen, Gewaltkriminalität und mangelhaftem Gesundheitssystem von Reisen nach Haiti ab. Das Schlimmste ist, dass sich die Lage in Haiti jedes Jahr verschlimmert. Von 2021 bis 2023 hat sich die Zahl der im Land operierenden identifizierten Banden nahezu verdoppelt. Deshalb sollte es auch nicht überraschend sein, dass die Gewalt, die diese Banden involviert, im gleichen Zeitraum um 60% gestiegen ist. Mit Gewalt meinen wir hauptsächlich bewaffnete Auseinandersetzungen, Überfälle und Entführungen. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 gab es bereits 166 separate Ereignisse dieser Art, die zu mehr als 1500 zivilen Todesfällen führten. Insbesondere amerikanische Bürger fallen am häufigsten Entführungen zum Zwecke des Lösegelds zum Opfer. Das Schlimmste? Touristen werden oft gewaltsam angegriffen, bevor sie überhaupt einen Fuß auf haitianischen Boden setzen können. Die Räuber lauern häufig in der Nähe des internationalen Flughafens Toussaint Louverture und warten auf ankommende Ausländer. Sobald sie sie entdecken, folgen sie ihren Autos und warten auf die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen, wobei sie die Touristen oft schwer verletzen. Nun könntest du denken, dass das Reisen in einer größeren Gruppe sicher ist, aber wir haben schlechte Nachrichten. Auch größere Gruppen sind nicht immun. Für diese Verbrecher könnten sie sogar noch attraktiver sein. Warum? Nun, es ist einfache Mathematik. Mehr Touristen bedeuten höheres Lösegeld. Deshalb hatte die berüchtigte haitianische Bande 400 Mavoso, die größte im Land, keine Probleme damit, 17 Menschen aus einem Touristenbus im Jahr 2022 zu entführen, gerade außerhalb der Hauptstadt des Landes, Port-au-Prince. Ein Jahr zuvor wurden 17 christliche Missionare aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada von derselben Bande entführt, die 1 Million für ihre Freilassung verlangte. 1 Million für jeden. Und wenn die Banden dich nicht kriegen, könnte es die haitianische Polizei tun. Politische Gewalt plagt Haiti seit Jahren mit Dutzenden von Ereignissen, die jeden Monat im Land stattfinden. Allein im März 2024 gab es fast 100 Auseinandersetzungen mit der Strafverfolgung, von denen 29 brutale Gewalt gegen Zivilisten beinhalteten. Also das ist zivile Unruhen und gewalttätige Kriminalität. Aber was ist mit dem dritten Grund? Schlechte Gesundheitsversorgung. Nun, als ob alles, was wir dir bisher erzählt haben, nicht genug wäre, leidet Haiti auch immer noch unter dem ersten modernen, großflächigen Ausbruch von Cholera. Einer Krankheit, die eigentlich schon vor langer Zeit besiegt sein sollte. Zwischen Oktober 2022 und April 2023, als ein Wiederaufleben der Cholera gemeldet wurde, sollen laut dem haitianischen Ministerium für öffentliche Gesundheit und Bevölkerung bis zu 82.885 Menschen die Krankheit erworben haben. Etwas über 80.000 von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, während 1.270 starben. Trotz der ständigen Bedrohung durch Banden unternimmt die haitianische Regierung insgesamt nichts gegen sie. Das gleiche erschreckende Konzept kann nicht für unser nächstes Land gesagt werden. Afghanistans gefährliche Landschaft macht jeden Moment zu einem Spiel mit deinem Leben. Lass uns einer scheinbar offensichtlichen Frage voraus sein. Wer würde Afghanistan besuchen wollen, angesichts seiner turbulenten Geschichte mit den Vereinigten Staaten von Amerika?
Nun, es gibt so etwas wie Gefahrentourismus. Mit Reisenden, die von Afghanistans rauen Landschaften, reichem kulturellem Erbe und dem Wunsch, diese komplexe Geschichte aus erster Hand zu erleben, angezogen werden. Wie ein britischer Reisender es ausdrückt, es ist einfach roh. Viel roher als dort wird es nicht. Das kann reizvoll sein, wenn man das wahre Leben erleben will. Viele Menschen scheinen diese Meinung zu teilen, da die Zahl der ausländischen Touristen 2023 um 120% auf fast 5.200 gestiegen ist. Aber lass uns klar sein, du solltest nicht Teil dieser Statistik im Jahr 2024 oder in irgendeinem Jahr danach sein. Warum? Suche dir etwas aus. Es gibt Terrorismus mit zahlreichen großen terroristischen Gruppen, die im Land aktiv sind. Viele sagen, das Land werde sogar von den Taliban, einer Terrororganisation, regiert. Taliban-Beamte mögen behaupten, sie unterstützen den Tourismus. Doch ihre Versprechen und Appelle sind nur eine Fassade über einem für brutale Unterdrückung, Gewalt und eine allgegenwärtige Bedrohung für Ausländer berüchtigten Regime. Was kann dir also als Ausländer in Afghanistan passieren? Zum einen kannst du zu Unrecht festgenommen werden, weil du angeblich die Taliban-Gesetze verletzt hast, so wie es bei einer Gruppe von ausländischen Bürgern im März 2024 der Fall war, zu der auch zwei Amerikaner gehörten. In Haft hättest du nur eingeschränkten oder keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und könntest körperlicher Misshandlung ausgesetzt sein. Das Schlimmste? Die US-Regierung kann nicht viel für dich tun, da die Taliban keine Wohlfahrtskontrollen für US-Bürger erlauben, auch nicht per Telefon. Du wirst also festgehalten, ohne zu wissen warum, ohne zu wissen wie lange und völlig der Gnade eines Regimes ausgeliefert, das keine Rücksicht auf dein Wohlergehen nimmt. Klingt wie ein Traumurlaub, oder? Wenn das nicht reicht, um dich zu schockieren, könnten die Kriminalstatistiken in Afghanistan genau das Richtige sein. Für jede 100.000 Menschen im Land wurden im Jahr 2024 über 76 Verbrechen begangen. Das ist eine Kriminalitätsrate, die Afghanistan laut Economic Times zu den 4 gefährlichsten Ländern der Welt zählt. Nur hinter Südsudan, Sudan und an erster Stelle Jemen. Jemen hat es auch auf unsere Liste geschafft, mit einer wirklich alarmierenden Bilanz von Chaos und Verzweiflung. Aber dazu später mehr. Lass uns zuerst über die Verbrechen sprechen, die Afghanistan plagen und dich am meisten betreffen könnten. Wenn du dem Video bisher aufmerksam folgst, kennst du die Antwort vermutlich schon. Richtig, Entführung. Seit 2021, als die Vereinigten Staaten von Amerika die Botschaft in Kabul geschlossen haben, sind die Taliban praktisch wieder im Geiselgeschäft aktiv. Ausländische Staatsbürger sind Hauptziele, wobei die Taliban Entführungen für Lösegeld oder politischen Druck nutzen. Ich weiß, es klingt bisher ziemlich schlecht, aber es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Zurück in Amerika gibt es eine weitere Touristenfalle, die auf Beute lauert. In Venezuela findest du nichts als Ärger. Menschenrechtsverletzungen, unzureichende Gesundheitsversorgung, zivile Unruhen, unrechtmäßige Inhaftierung. Laut World Population Review ist dies das kriminellste Land mit einem Kriminalitätsindex von 82,1. Dort können dir einige dieser Bedrohungen begegnen. Bei einer so hohen Rate überrascht es nicht, dass die in Venezuela täglich begangenen Verbrechen das gesamte Spektrum abdecken. Mord, bewaffneter Raub, Entführung, Autodiebstahl und die Liste könnte immer weitergehen. Und das ist noch nicht einmal der schlimmste Teil. Das Schlimmste ist, dass bis zu 98% dieser Verbrechen nicht verfolgt werden. Wenn du also Gerechtigkeit, Verantwortlichkeit und Sicherheit schätzt, könnte Venezuela dein schlimmster Albtraum sein. Von all den Bedrohungen, die von einer Venezuela-Reise abraten, sind zivile Unruhen aktuell die größte Gefahr. Nachdem Nicolás Maduro, der langjährige Präsident von Venezuela, unter höchst verdächtigen Umständen im Juli 2024 seine dritte aufeinanderfolgende 6-jährige Amtszeit gewonnen hat, ist das Chaos im Land erneut ausgebrochen. Ein Drittel aller 140 Nachwahldemonstrationen waren von Gewalt geprägt, wobei bisher mindestens 25 Menschen getötet wurden, fast 200 verletzt und mehr als 2400 festgenommen wurden. Die anhaltende Krise hat Befürchtungen geweckt, dass die venezolanischen Behörden eine umfassendere Unterdrückung der Oppositionsführer und Demonstranten starten könnten.
Die hohe Opferzahl zeigt, dass die Sicherheitskräfte des Landes nach Einsatz von Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschossen bereit sind, tödliche Gewalt anzuwenden. Aber nehmen wir an, du meidest Bundesstaaten wie Carabobo und Miranda, wo die meisten Proteste stattfinden. Dann kannst du die atemberaubenden Strände oder reichen kulturellen Städten Venezuelas genießen. Leider nein. Auch in vermeintlich sicheren Gebieten ist Kriminalität weit verbreitet. Diese wunderschönen Strände sind nicht frei von bewaffneten Räubern oder opportunistischen Entführern. Das pulsierende Nachtleben wird häufig von drohender Gewalt überschattet. Egal wie weit du versuchst, dem Chaos zu entkommen, die Instabilität Venezuelas folgt. Und selbst wenn du ihm kurzzeitig entkommst, wirst du wahrscheinlich etwas anderes vermissen. Benzin, Strom, Wasser oder Medizin, da Engpässe dieser lebenswichtigen Ressourcen im ganzen Land üblich sind. Das Gleiche und sogar noch mehr kann über das nächste Land auf unserer Liste gesagt werden, den Jemen. Nun, obwohl der Jemen vor jahrhundertealten Traditionen, atemberaubenden Landschaften und antiken Ruinen überquillt, wird er wahrscheinlich nicht auf deine Must-See-Reiseliste kommen. Und lass uns dir sagen, warum eine Reise in diese Nation eine erschreckende Erfahrung sein könnte. Seit 2015 haben die Vereinigten Staaten von Amerika keine funktionierende Botschaft im Jemen. Kurz gesagt, als Tourist in dem Land bist du im Notfall auf dich allein gestellt. Was kann dir also tatsächlich passieren? Eigentlich ziemlich viel. Von den 9 Risikofaktoren, die das Außenministerium der USA zur Bestimmung der Reisesicherheit eines Landes verwenden, sind bis zu 6 in Jemen vorhanden. Die fraglichen Faktoren sind Terrorismus, bürgerliche Unruhen, Gesundheitsrisiken, Entführungen, bewaffnete Konflikte und Landminen. Letzteres ist neu in unserer Liste und fügt einer bereits katastrophalen Situation eine weitere Gefahrenschicht hinzu. Die Houthi-Streitkräfte, eine bewaffnete islamistische Gruppe mit Kontrolle über weite Teile des Landes, verlegen die Landminen. Laut dem Landminenmonitor wurden 2022 mindestens 582 Menschen, hauptsächlich Zivilisten, durch Landminen getötet oder verletzt. Wenn die Vorstellung, jeden Schritt aus Angst vor versteckten Sprengstoffen überdenken zu müssen, dich nicht innehalten lässt, dann vielleicht die anderen düsteren Statistiken über den Jemen. Der Jemen belegt aktuell Platz 23 im weltweiten globalen Terrorismusindex. Dadurch zählt es zu den Orten mit der höchsten Terroraktivität weltweit. Der Armed Conflict Location und Event Data Project, Konfliktindex, zeichnet ein noch schlimmeres Bild und stuft den Jemen als das 13. gefährlichste Land der Welt ein. Neben terroristischen Aktivitäten hat ein so hoher Rang, hauptsächlich mit häufigen politischen Gewaltereignissen, zahlreichen Entführungen und erzwungenen Verschwindenlassen sowie der geografischen Ausbreitung des Konflikts zu tun. Dank des letzten Faktors sind bis zu 4 Millionen Menschen im Land dem Konflikt ausgesetzt, was etwa 12% der Bevölkerung des Jemen entspricht. Die 5 am stärksten betroffenen Provinzen sind wie folgt: Al-Jauf, Ta'is, Al-Hudaida, in der sich der Hafen befindet, den Israel kürzlich beschossen hat, Amanat al-Asima und Aden. Schaue dir eine Karte des Jemen an, auf der alle Provinzen zu sehen sind, und du wirst feststellen, dass kaum eine Ecke dieses Landes vom Chaos unberührt geblieben ist. Und soweit es die meisten Menschen betrifft, passen Chaos und ein schöner Urlaub nicht gerade zusammen. Chaos herrscht auch in Burkina Faso, das auf der Weltbühne weniger oft als Gefahrenzone diskutiert wird. Nun, Chaos und Tod herrschen vor. In 2023 starben bis zu 8.500 Menschen in Burkina Faso, aufgrund von Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Rebellen. Diese Auseinandersetzungen, zusammen mit der Gewalt, die mit den terroristischen Organisationen Al-Qaida und dem Islamischen Staat in Verbindung steht, führten auch zur Vertreibung von über 2 Millionen Menschen. Weitere 150.000 Menschen flohen über die Grenzen, auf der Suche nach Schutz vor einem von unerbittlichem Blutvergießen heimgesuchten Land. Ein Land zu besuchen, aus dem Zehntausende verzweifelt fliehen, ist nicht gerade eines, das man besuchen möchte. Wenn du es jedoch wagst, dann warnt das Außenministerium der USA vor 3 großen Gefahren: Terrorismus, Kriminalität und Entführung. Bei allen 3 Bedrohungen trifft eine Sache zu. Wirklich sicher bist du nirgendwo. Nicht im Hotel. Nicht in Restaurants. Nicht in Gottesdienststätten.
keine Polizeistationen, Zollämter oder Militärposten. Terroristen können und werden überall zuschlagen. Wenn wir über spezifische Regionen sprechen, ist die besorgniserregendste Situation im Osten und in der Sahelregion, den Provinzen Kosi und Suru, in der Region Bukal-de-Mu'un, der Provinz Kenedugu, in der Region Obasan, der Provinz Lurum in der Nordregion und der Provinz Kupelago in der Zentralostregion, wo die Regierung von Burkina Faso einen Ausnahmezustand aufrechterhält. Natürlich bleibt für Touristen die Entführung die allgegenwärtigste Bedrohung in diesen Regionen und im gesamten Burkina Faso. Im Mai 2019 startete eine Geiselbefreiungsoperation zur Rettung von 4 internationalen Geiseln, die im Land und im angrenzenden Benin verschleppt wurden. Darunter war eine über 60-jährige Amerikanerin, die für erschöpfende 28 Tage in Gefangenschaft war. Vielleicht ein Fünkchen Hoffnung, da ein ähnliches Schicksal den Reisenden in das nächste Land auf unserer Liste, Myanmar, wahrscheinlich nicht widerfahren wird, da Entführung nicht als eine der weit verbreiteten Bedrohungen in dem Land genannt wird. Aber lass dich davon nicht täuschen. Myanmar ist immer noch ein unglaublich gewalttätiges Land. Tatsächlich ist es laut dem Armed Conflict Location und Event Data Project Konfliktindex die zweitgewalttätigste Region der Welt, nur übertroffen von Palästina. Dieser unvorteilhafte Titel resultiert hauptsächlich aus der höchsten Anzahl von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, die das Land verwüsten, über 1500 von ihnen. Das Schlimmste? Sie sind überall, in Städten, Wäldern und ländlichen Dörfern. Also, ob du durch die einst berühmten Naturlandschaften des Landes wanderst oder die Überreste seiner städtischen Zentren erkundest, du könntest direkt auf ein Schlachtfeld laufen. Schließlich sind Schlachten die häufigsten Fälle von politischer Gewalt in dem Land. Im Juni 2024 gab es 288, davon die niedrigste gemeldete Zahl in 2024. Die höchste Zahl stammt aus dem März mit bis zu 385 Schlachten, die im ganzen Land stattfanden. Die am stärksten von dieser Gewalt betroffenen Bundesländer sind Rakhine, Sagang und Nordschan. Insgesamt sind bis zu 43% der Bevölkerung Myanmars, das sind ungefähr 22,8 Millionen Menschen, dem Konflikt im Land ausgesetzt. Wie hoch sind also die Chancen, dass man als Reisender dem entkommen kann? Keine, genau das ist es. Als Reisender in Myanmar hast du kaum eine Chance, dem allgegenwärtigen Konflikt, der die Nation verschlingt, aus dem Weg zu gehen. Da fast die Hälfte der Bevölkerung in von Gewalt geplagten Gebieten lebt, sind deine Chancen, auf einen Zusammenstoß oder ein Scharmützel zu stoßen, alarmierend hoch. Die tumultartige Landschaft ist nicht nur eine Kulisse, sondern ein ständiges Risiko, was Myanmar zu einem der gefährlichsten Reiseziele macht, die du wählen kannst. Ein Reiseziel, an dem 2023 15.800 Menschen ihr Leben verloren haben. Die höchste konfliktbedingte Todesrate nach der Ukraine und Israel. Denke mal eine Sekunde darüber nach. Du hörst vielleicht nicht so viel über die Situation in Myanmar wie über die russisch-ukrainischen und israelisch-hamasischen Kriege. Aber diese Zahl allein sollte dir alles sagen, was du wissen musst. Jetzt seien wir mal ehrlich. Die letzten Länder, die wir erwähnt haben, sind für die meisten Reisenden nicht besonders attraktiv, insbesondere im Vergleich zu Mexiko. Was das nächste Land auf unserer Liste betrifft, könnte es etwas umstrittener sein. Wie das? Nun, einige US-Bürger benötigen keine Berichte und Statistiken, um sich weit davon fernzuhalten. Andere werden es schwerer haben, da dies zweifellos eines der einzigartigsten Länder der Welt ist, was es zu einem faszinierenden Rätsel macht. Das fragliche Land ist Nordkorea. Dieses Land steht aufgrund von Gewaltfreiheit, geringer Kriminalität und Stabilität nicht auf der Nichtreisenliste. Der Grund, warum eine Reise nach Nordkorea nicht empfohlen wird, und das ist die Untertreibung des Jahrhunderts, ist das anhaltende ernsthafte Risiko der Verhaftung und langfristigen Inhaftierung von US-Bürgern. Welch Überraschung! Tatsächlich ist dieses Risiko so alarmierend hoch, dass dein Reisepass tatsächlich nicht gültig ist, um nach, in oder durch Nordkorea zu reisen, ohne eine spezielle Validierung, die nur für nationale Interessen reserviert ist. Selbst mit diesen Maßnahmen gab es US-amerikanische Bürger, die nach Nordkorea gereist sind,
getrieben von starkem religiösem Eifer oder der rätselhaften Anziehungskraft eines hochisolierten autoritären Staates. Egal warum, ihre Besuche endeten selten gut. Kenneth Bay, ein koreanisch-amerikanischer Reiseleiter und Missionar, wurde 2012 wegen feindseliger Handlungen zu 15 Jahren Haft verurteilt, aber nach 2 Jahren freigelassen. Matthew Miller, der im Jahr 2014 politisches Asyl in dem Land suchen wollte, wurde unter Spionagevorwürfen zu 6 Jahren harter Arbeit verurteilt. Otto Warmbier jedoch, ein damals 22-jähriger Student, hatte es am schlimmsten. Er wurde 2016 aus einer Reisegruppe heraus verhaftet und zu 15 Jahren harter Arbeit verurteilt, weil er angeblich versuchte, ein Propagandaplakat zu stehlen. Ein Plakat? Und das ist noch nicht einmal der schlimmste Teil. Nach 17 Monaten Gefangenschaft in Nordkorea wurde Warmbier in einem vegetativen Zustand nach Hause geflogen, wo er bald starb. Diese 3 Fälle reichen aus, um eines klarzumachen. Reisen nach Nordkorea aus den Vereinigten Staaten von Amerika lohnen sich unter keinen Umständen. Für die letzten beiden Länder auf unserer Liste reisen wir zum ersten Mal nach Europa. Jetzt mag das seltsam sein, da Europa oft als eine relativ sichere und stabile Region im Vergleich zu den Unruhen anderer Kontinente gesehen wird. Und so blieb es bis zum 24. Februar 2022. Die Ukraine gehört nicht zu den 2 übrigen Ländern auf unserer Liste, da Reisen in ein Land, das in einen bekannten, brutalen Krieg verwickelt ist, selbstverständlich zu meiden sind. Aus demselben Grund steht auch Palästina nicht auf dieser Liste. Doch die 2 Länder auf der Liste stehen weiterhin im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Sie stehen lediglich auf der anderen Seite des Schlachtfeldes. Das erste ist Belarus. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist Belarus eng mit Russland verbunden, bis hin zur Funktion als Ausgangspunkt für den Krieg. In Belarus finden sich derzeit nur zahlreiche russische Militärkräfte, die nach Möglichkeiten suchen, der Ukraine weiteren Schaden zuzufügen. Wenn man aktuellen Berichten Glauben schenken darf, kann man auch nukleare Waffen im Land finden, da Russland angeblich begonnen hat, sie als Teil seiner strategischen militärischen Positionierung in Belarus zu platzieren. Keine erstrebenswerte Gesellschaft. Jedoch, selbst wenn man die Ukraine und Russland aus der Gleichung herausnimmt, ist Belarus nicht gerade ein erstklassiges Reiseziel für sich. Das Land bleibt unter einem repressiven Regime mit weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen und politischer Unterdrückung. Die Regierung unter Präsident Alexander Lukaschenko wurde stark kritisiert für die Unterdrückung von Dissens, freier Meinungsäußerung und den allgemeinen Mangel an politischen Freiheiten. Zehntausende von Personen, einschließlich US-Bürger, wurden in den letzten Jahren aus genau diesen Gründen bereits inhaftiert. Reist du als US-Bürger nach Belarus, könntest du am Empfangsende der harten Maßnahmen des Regimes gegen wahrgenommene Dissens und ausländischen Einfluss wiederfinden. Maßnahmen, die ziemlich willkürlich verhängt werden. Das Schlimmste ist, dass die US-Botschaft in Minsk seit Februar 2022 geschlossen ist. Wenn man dort ist, ist man praktisch auf sich allein gestellt. Wenn wir schon von Einsamkeit in dieser Welt sprechen, haben wir endlich das letzte Land auf unserer Liste erreicht. Russland. Die Tatsache, dass Russland die Vereinigten Staaten von Amerika als Feind betrachtet, reicht für die meisten US-Amerikaner aus, nicht dorthin zu reisen. Selbiges gilt für China, das die Vereinigten Staaten von Amerika als Hauptfeind betrachtet und sich aktiv gegen die von den Vereinigten Staaten von Amerika geführte Weltordnung auflehnt. Reisende fühlen sich in diesem Land unwohl. Aber hey, wir verstehen das. Da ist die ehrfurchtgebietende Basilius-Kathedrale in Moskau, bekannt für ihre märchenhafte Architektur. Dann gibt es das Eremitage-Museum in St. Petersburg, eines der größten und renommiertesten Kunstmuseen der Welt, mit einer wirklich beeindruckenden Sammlung von Kunst und Artefakten. Für Abenteurer gibt es den Baikalsee, oft als die Perle Sibiriens bezeichnet, der atemberaubende Aussichten und eine ruhige Flucht in einen der tiefsten und ältesten Süßwasserseen der Welt bietet. Aber trotz all der Schönheit, die Russland zu bieten hat, gibt es noch mehr Hässlichkeit. Aufgrund der anhaltenden geopolitischen Spannungen und der internen Instabilität werden US-Amerikaner in Russland von Behörden schikaniert und unrechtmäßig inhaftiert. Berichten zufolge gab es Fälle willkürlicher Durchsetzung lokaler Gesetze und Verweigerung konsularischen Zugangs zu Inhaftierten. Ab Juli 2024 gibt es mindestens 12 US-amerikanische Bürger, die unter diesen Bedingungen in russischen Gefängnissen oder Haftanstalten inhaftiert sind.
Ihre Anklagen reichen von Drogenbesitz und Diebstahl bis hin zu Hochverrat und Spionage. Einige von ihnen kamen glücklicherweise im historischen Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen im August 2024 frei. Dies mildert jedoch in keiner Weise die anhaltenden Risiken und Unsicherheiten für Reisende aus den USA im Land. Einfach ausgedrückt macht jede Maßnahme, die die russische Regierung einführt, eines überdeutlich klar. Es sieht alle Amerikaner als Feinde. Deshalb hat es alle konsularischen Operationen außerhalb Moskaus ausgesetzt und die US-Regierung stark eingeschränkt, ihre Bürger zu unterstützen. Zudem funktionieren aufgrund von Sanktionen US-Kredit- und Debitkarten in Russland nicht mehr und auch kommerzielle Flugoptionen sind eingeschränkt. Und vergessen wir nicht die drohende terroristische Bedrohung. Seit dem koordinierten Terroranschlag im März 2024 gegen Zivilisten im Musiksaal des Rathauses von Kroga in der Oblast Moskau, bei dem 145 Menschen getötet und weitere 551 verletzt wurden, bleibt die Gefahr für Zivilisten hoch. Wie der Angriff in Moskau zeigte, können solche Attacken fast überall passieren, auf Märkten, an Verkehrsknotenpunkten und in belebten Touristengegenden. Also zu deiner Sicherheit und aufgrund all der oben genannten Gründe ist es besser, Russland ganz zu meiden. Aber sei gewarnt, diese Liste ist keineswegs komplett. Tatsächlich gibt es 11 weitere Länder mit der erschreckenden Stufe 4, in die Reisende aus den Vereinigten Staaten von Amerika nicht reisen sollten. Iran, Bangladesch, Libyen, Libanon, Somalia, Syrien, Irak, Südsudan, Mali, Zentralafrikanische Republik, Ukraine und Sudan. Insgesamt sind das ungefähr 10% der Länder der Welt. Es gibt Länder mit niedrigeren Reiseberatungsstufen als Mexiko, wie Kolumbien mit Stufe 3, die dennoch Risiken für US-Touristen bergen. Allein im Jahr 2024 gab es in der kolumbianischen Stadt Medellin, die 2023 von Forbes zur zweitcoolsten Stadt der Welt gekürt wurde, alle 6 Tage einen Todesfall, ob man es glaubt oder nicht. Also, es versteht sich von selbst. Egal wohin du gehst, bleibe wachsam und sei aufmerksam. Falls du neugierig geworden bist, siehe dir gerne unser Video über das kleine Land an, das seine Gangs zerstört hat, oder dieses andere Video, das dich interessieren könnte. Danke fürs Zuschauen und passe gut auf dich auf.